Ja, das Thema Paradies einfach lassen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir die Moderne bzw. den Kapitalismus so haben, dass er die Lebensgrundlagen zerstört. Die Ahnung, die wir haben, ist von einem Paradies. Und da ist meine erste Frage, woher haben wir dieses Gefühl oder diese Ahnung von diesem Paradies, wo wir uns eine harmonische oder eine Welt vorstellen, die doch anders ist als die, in der wir jetzt existieren. Ich begrüße Sie erstmal alle ganz herzlich. Es ist schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich hatte mir gewünscht, dass wir so ein kleinerer Kreis bleiben, weil es einfach mehr Spaß macht, miteinander ein bisschen tiefer in bestimmte Themen hineinzutauchen und das dann auch so zu gestalten, dass alle so das Gefühl haben, dass sie daran mit beteiligt sind. Das, was wir hier machen, ist so etwas wie so eine ko-kreative Suche nach Antworten auf Fragen, die uns wichtig sind. Und dieses Thema mit dem Paradies ist schon ein nettes Thema. Das ist ja im Grunde genommen ist es ja die Suche nach dem Glück. Und wer will das nicht? Und woher wissen wir eigentlich, was Glück bedeutet? Und du hast es jetzt eben ja schon angedeutet, man könnte das Glück gar nicht kennen, wenn man nicht das Unglück wüsste. Das ist ganz unangenehm, dass man das so sagen muss, aber wenn wir ständig im Glück leben würden oder immerzu im Paradies, wüssten wir gar nicht, wo wir sind. Also wir müssen da ab und zu mal rausfallen aus dem Glück und dann versuchen, wieder reinzugelangen. Und das, was uns da als Menschen ausmacht, ist eben, dass wir mit einem unglaublichen Potenzial auf die Welt kommen. Also wir haben keine genetischen Programme mehr, die uns so fertig in die Welt setzen und die uns mit einem Hirn ausstatten, mit dem man so ganz genau weiß, wo es lang geht. Also so wie so ein Hase oder ein Reh oder was da so alles an wunderschönen Tieren draußen herumrennt. Denen braucht keiner zu erzählen, wie das geht, Hase oder Reh oder Igel zu werden. Das ist genetisch festgelegt. Und bei Menschen eben nicht. Das ist das Besondere. Das ist sozusagen das, was uns auszeichnet als Menschen, dass wir nicht festgelegt sind. Dass wir keine genetischen Programme mehr haben oder dass die genetischen Programme, die wir haben und die unser Hirn so zusammenbauen, wie es dann ist, eher dafür sorgen, dass es so lernfähig wie möglich bleibt, so offen wie möglich bleibt und so wenig wie möglich durch vorgefertigte Programme bestimmt wird, weil wir sonst gar nicht in der Lage wären, auf Veränderungen unserer Welt, wie sie ja zwangsläufig immer wieder eintreten, immer wieder neu und adäquat zu reagieren. Und das ist dann auf einmal eine wunderbare Erkenntnis, die sich daraus ergibt. Wir sind als Menschen so offen und so formbar und so lernfähig, dass keiner wirklich sagen könnte, er wüsste, wie es geht, sondern wir sind Suchende. Sobald einer behauptet, er wüsste, wie das Leben geht, jagen sie ihn weg. Der hat keine Ahnung. Die Buddhisten sagen, wenn du den Buddha triffst, jag ihn weg, weil er lügt. Das heißt, das gibt uns allen nochmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, woher wir eigentlich wissen, wie es gehen könnte. Und dann machen wir uns auf die Suche. Und ein Punkt, den wir heute vielleicht hier herausarbeiten könnten, ist, dass es natürlich so ist, dass man sich auch irren kann. Also auf der Suche, wie das Leben geht, kann man sich verirren. Das ist eben so. Und das kann auch sein, darüber würde ich gerne dann auch noch ein bisschen reden, kann auch sein, dass man sich verirren muss, damit man wirklich sicher ist, dass man jetzt den richtigen Weg gefunden, einen besseren Weg gefunden hat. Und man kann sich als Einzelner verirren. Jeder von euch kennt irgendjemanden, der sich da ziemlich kräftig verirrt hat. Und man kann sich auch als ganze, als so Gemeinschaft verirren. Also es gibt Familien, die sehr sonderbar werden. Es gibt auch ganze Kommunen, die so ganz eigenartige Entwicklungen nehmen. Es gibt Parteien, die sehr
eigenartige Wege gehen und es gibt sogar ganze Kulturkreise, die sich so, die irgendwelchen Vorstellungen gemeinsam die Menschen hinterherrennen, dass die sich also als ganze Gemeinschaft verirren. Und deshalb dachte ich, es sei eben wirklich schon eine spannende Frage, wenn man nochmal fragt, wie kann es uns gelingen, herauszufinden, wie es gehen könnte? Und wenn ich sage, man muss sich erst verirren, möglicherweise, damit man erkennen kann, wie es richtig war, habe ich damit eigentlich schon verraten und die Antwort gegeben, dass wir offenbar alle mit einem Wissen auf die Welt kommen darüber, wie das Glück geht. Das heißt, jedes Kind kommt auf die Welt und weiß aus diesem vorgeburtlichen Zustand und dem, was es dort erlebt hat, was es bedeutet, total verbunden zu sein mit einem anderen Menschen und gleichzeitig jeden Tag ein kleines Stück über sich hinaus zu wachsen. Jeden Tag ein Stück zu lernen, wie das Leben geht. Das sieht man ja heutzutage dann auch mit den bildgebenden Verfahren, kann man sich das angucken, wie die Kleinen vorgeburtlich schon üben, was man so alles machen kann und wie man die verschiedenen Fähigkeiten, die da alles so nacheinander auftauchen, auch nutzen kann. Kinder strukturieren ihr Hirn anhand der Erfahrungen, die sie mit dem eigenen Körper machen, also am Anfang. Und diese Grunderfahrung heißt eben, es gibt einen Zustand, ich nenne den jetzt mal paradiesisch, wo man auf die unverbrüchlichste Weise und verlässlichste Weise verbunden ist mit anderen Menschen, mit einem anderen Menschen zumindest, wo man also in völliger Verbundenheit ist und gleichzeitig aus dieser Verbundenheit heraus in die Autonomie wächst. So, also das heißt, es gibt einen Zustand, haben wir alle vor der Geburt mal kennengelernt, der sich dadurch auszeichnet, dass man gleichzeitig verbunden ist und frei. Und das ist großartig. So. Und dann geht das Leben los und darüber können wir dann ein bisschen reden und jeder von euch weiß das ja auch. Das ist dann oftmals nicht so, das ganze Leben lang aufrecht zu erhalten, dieses Gefühl von gleichzeitiger, tiefster Verbundenheit und gleichzeitig auch diesem Gefühl, dass man sich jeden Tag neu erschließt und dabei über sich hinauswächst, immer unabhängiger wird, immer freier wird, immer autonomer wird und immer mehr Gestalter seines eigenen Lebens wird. Und dann kommen so Situationen heraus, wo man dann auch ein bisschen unglücklich wird, weil entweder klappt das gut mit der Verbundenheit und dann sitzt man dann hier in, wie heißt der Ort? Friedewald. In Friedewald fest, ja, und kriegt Fernweh, weil man ist zwar hier verbunden, aber eigentlich will man weg, weil es geht einem auf den Sack mit diesem ganzen zu viel verbunden. Und dann hauen welche ab und versuchen es draußen in der Welt und kriegen dann draußen Fernweh, weil sie eigentlich doch merken, dass man ohne diese Verbundenheit auch nicht glücklich wird. So, und da heute Abend gemeinsam eine Antwort zu suchen, wie man das hinkriegt, dass man gleichzeitig verbunden sein kann und frei. Das wäre die große Herausforderung. Ja, ich finde aber, wir haben uns ja in dieses Dilemma, in dem wir jetzt hier existieren, relativ gut eingerichtet. Also wir sind ziemlich zufrieden mit dem und merken aber, dass es eigentlich kein Weg ist, der weiterführt. Die Frage ist, wo kommt dann dieser Impuls her, was zu verändern, wenn man sich so eingerichtet hat? Ja, guck mal das mal noch ein bisschen genauer an, wie das dann so uns gegangen ist. Also ich sag mal, wie es mir gegangen ist und ihr könnt das ja alle nochmal so für euch mitvollziehen. Da habe ich dann so als kleiner Junge, so bis 3, war ich der größte Entdecker und Gestalter dieser Welt. Ne? Da habe ich so viel gelernt in diesen 3 Jahren, wie ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben gelernt habe. Das wird von uns eigentlich wahrscheinlich in dieser Tragweite gar nicht richtig wertgeschätzt. Das muss man sich mal überlegen. Aus dem Nichts heraus, wo man kaum einen vernünftigen Ton rauskriegt, innerhalb von spätestens 2 Jahren eine Sprache zu beherrschen und sich auszudrücken und mit der Mama und mit den anderen sich unterhalten zu können,
Das ist ein Wahnsinnsding. Also eigentlich lernen die das in einem Jahr. Eine Sprache aus dem Nichts, so dass man sich verständigen kann, das ist viel, viel schwieriger, als wenn man schon eine Sprache kann und noch eine Fremdsprache dazulernt. Da ist sozusagen, wenn ich schon eine kann und noch Englisch dazulerne, das ist regelrecht lächerlich. Das müsste in 14 Tagen gehen, wenn man in dem Tempo unterwegs wäre. Und dann das, was vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, ist, dass man ja auch lernt, mit dem eigenen Körper zurechtzukommen. Am Anfang kannst du überhaupt nichts. Und dann irgendwie lernst du dich diese Bewegungen zu koordinieren, dich vom Rücken auf den Bauch zu drehen und plötzlich merkst du, du kannst die Welt erschließen, kannst dich vorwärts bewegen und dann stehst du irgendwann auf zwei Beinen. Und das ist, glaube ich, einer der glücklichsten Momente, die ich so erlebt habe. Kann ich mich immer nur so schwer daran erinnern, weil das immer in der Zeit schon passiert ist, als ich... Die Psychologen sagen dazu, die frühkindliche Amnesie hatte, aber in Wirklichkeit ist es einfach so, dass man wohl erst sich an das erinnern kann, was passiert ist, wenn man auch sprechen kann. Also wenn man eine Sprache dafür hat, man braucht irgendetwas, um das in Bilder und in Worte zu fassen. Und wenn das so weitergegangen wäre, wäre es ja großartig gewesen. Das heißt, in dieser ersten Zeit ist man... Das ist zwar nicht immer so toll mit der Verbundenheit, aber doch so verlässlich, dass man sich immer wieder raustraut und dann lernt man alles, was man so lernen kann, wenn man entsprechende Menschen um sich hat, die es können. Wenn da keiner ist, der auf zwei Beinen läuft, tut mir leid, dann geht's nicht. Ja, dann krabbelt man da auch auf allen Vieren rum. Und wenn keiner da ist, der spricht, dann lernt das. Genetisch ist, sind wir nicht dafür programmiert, Deutsch zu sprechen, sondern wir sind genetisch nur dazu ausgestattet, eine Sprache zu lernen. Aber Voraussetzung ist, dass einer schon sprechen kann. Sonst können wir es nicht lernen. Wir müssen das immer alles von anderen lernen. Wir müssen alles von anderen lernen. Und dann kommt eben dieser Augenblick, nachdem man so eine lange Zeit Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses gewesen ist und selbst gestaltet gewissermaßen das alles so wunderbar gelernt hat, kommt dann dieser Augenblick, wo andere meinen, sie müssten uns zeigen, wie es geht und die haben dann auch eine Vorstellung davon, wie das alles zu machen ist und was man zu tun und zu lassen hat und dann beginnt dieser wunderbare Prozess, den wir dann Erziehung nennen. Ich habe da eine sehr interessante Beobachtung gemacht, es gibt ja diese Obstbauern, die dieses Spalierobst anbauen, wo die Äste so an Drähten festgebunden werden, damit die maximalen Ertrag bringen und dieses Festbinden der Apfelbäume und der Zweige an diesen Drähten, das ist der Terminus technicus der Obstbauern, das heißt Erziehung. Und dann haben sie auch noch einen Erziehungsschnitt, wenn ein Ast nicht so richtig dran bleibt, dann wird der abgeschnitten, das ist der Erziehungsschnitt. Und da ahnt man so ein bisschen, was den Kindern und uns allen, das gibt kaum ein Kind, das das nicht erlebt hat und wir haben das ja alle einigermaßen überstanden. Man ahnt, was da passiert, man wird zum Objekt gemacht, so heißt es dann. Also vorher war ich Subjekt und Entdecker der Welt als ich oder in meinem authentischen Selbst und dann kommt jemand und sagt mir, was ich zu tun und lassen habe und dann will ich ja aber dazugehören und ich möchte von dem gemocht werden und ich will, dass der mich in seine Arme nimmt und dass der glücklich ist über mich und keine Ahnung und dann mache ich das alles. Und dann kommt es dazu, dass ich manches, was in mir so ganz lebendig war und was so ganz von alleine gegangen ist, dass ich das unterdrücken muss. Also nehmen wir so ein ganz banales Beispiel, wie dass man dann in die Schule kommt und da muss man sich jetzt auf so einen Stuhl setzen. Das ist ja klar, dass man das machen muss, sonst ginge das ja alles gar nicht. Aber wenn der kleine Junge jetzt in die Schule kommt und auf dem Stuhl sitzen muss und die ganze Zeit jetzt stundenlang auf diesem Stuhl sitzt, dann meldet sich ein inneres Bedürfnis. Und das heißt, ich möchte jetzt mal aufstehen und umherrennen und irgendwas anderes machen als auf dem Stuhl sitzen. Und dann weiß dieser kleine Junge, wenn er das macht, wenn er diesem inneren lebendigen Impuls nachgeht, dann gibt's Ärger. Er versteht auch selbst den Unterricht, kann dem Unterricht nicht mehr folgen, er will ja was lernen, also zwingt er sich selbst, sitzen zu bleiben. Und das ist im Hirn eine ziemliche Kraftanstrengung. Das ist ja so, als ob man sich zwingt, etwas, was man im tiefsten Inneren will, nicht mehr zu tun. Man unterdrückt sozusagen ein Bedürfnis. Und das hält das Hirn nicht lange aus,
das verbraucht zu viel Energie und dann bauen sich, ich sag's mal so komisch wie es ist, dann bauen sich im Hirn Verschaltungen von alleine auf, die sich über dieses Zentrum legen, wo der Bewegungsimpuls herkommt. Und dann nach einem halben Jahr oder wenn das dann einigermaßen gut alles zugewuchert ist, sozusagen dieses Gebiet, wo man eigentlich mit Begeisterung herumrennt, dann kann das sitzen bleiben. Dann sitzt er da. So, und das geht nun aber eben nicht nur mit dem Sitzen und dem Rumrennen, sondern das geht auch mit der Entdeckerfreude und mit der Gestaltungslust. Wenn ich immer gesagt kriege, was ich machen soll, dann kann ich ja mit meiner eigenen Entdeckerfreude und Gestaltungslust nichts anfangen. Dann muss ich das auch unterdrücken. Also muss ich auch diese Anteile in mir unterdrücken. Wenn ich dann merke, dass ich nicht dazugehören darf, weil das irgendwie den anderen nicht so passt, wie ich bin, weil ich vielleicht zu eigensinnig bin oder so etwas, dann muss ich auch mein Bedürfnis unterdrücken, dazuzugehören. Dann will ich auch gar nicht mehr dazugehören. Und dann werde ich dann so einer, der dann auch noch froh ist, dass er mit den anderen nichts mehr zu tun haben will. Und das Ergebnis, also wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, damit ich hier nicht so ewig rede, es ist förmlich so, als ob man im Hirn das, was einen als Kind lebendig gemacht hat, diese lebendigen Bedürfnisse, als ob man die jetzt eins nach dem anderen der Reihe nach einwickelt, unterdrückt, so lange hemmende Verschaltungen darüber wachsen, bis es dann weg ist. Und dann hat man wahrscheinlich nach ein, zwei, drei Jahren, wahrscheinlich spätestens aber am Ende der Grundschule diesen Zustand erreicht, wo man auch nicht mehr will, also wo es dann weg ist. Also dann kann man da sitzen, dann kann man lernen und dann gibt es welche, die durchschauen dann die Regeln in diesem Schulbetrieb so gut, dass sie da auch das alles so machen, wie das gemacht werden muss, damit sie dafür viel Anerkennung bekommen. Das ist ja dann auch toll, wenn sie da immer wieder gelobt werden. Und dann machen sie Abitur mit 1,0. Würde ich sagen, das ist dann jetzt nicht ein Zeichen großer Intelligenz, aber besonders erfolgreicher Anpassungsfähigkeit. Also das sind dann auch clevere Leute, die wissen, was sie tun müssen, damit das, was sie wollen, auch erreicht wird. Und solche Leute lernen dann auch relativ schnell, andere auch wieder in so eine Situation zu bringen, wo die wieder sich als Objekt erleben. Das macht man dann, indem man die bewertet und sagt, du bist doch viel zu blöd oder ich bin doch viel besser als du. Und das ist unsere Kultur, in der wir uns gegenseitig zum Objekt machen und uns dadurch immer stärker verwickeln. So, und darüber wollen wir heute nicht reden. Das ist sozusagen schon der... Die Verwicklung ist schon der Weg raus aus dem Paradies. Und die Frage, die uns hier heute richtig schön beschäftigen soll, ist, kann man wieder zurück? Wie kommt man wieder raus aus den Verwicklungen? Und ich verrate es jetzt schon mal, das richtige Wort, was man da braucht, um aus einer Verwicklung herauszukommen, heißt Entwicklung. Und jetzt merkt man, das kann spannend werden heute Abend. Kann ja sein, dass ich mich erst wieder entfalten kann, wenn ich mich aus meinen Verwicklungen befreit habe. Es kann ja sein, dass ich in meinen Verwicklungen, wenn ich da gar nicht wieder rauskomme, so stecken bleibe, dass ich am Ende zwar noch lebe, aber meine ganze Lebendigkeit verloren habe. Weil die Verwicklung heißt ja, ich verwickle nicht irgendwas in meinem Hirn, sondern meine lebendigen Bedürfnisse, die mich erst sozusagen zu dem machen, was mir das Leben auch erfreulich macht. Ich kann, wenn ich immer nur gut funktioniere, wie im Hamsterrad, dann, das mag man ja eine Zeit lang auch mal machen, aber das ist ja nicht lebendig. Da fühlt man sich ja halb tot. Da ist man hoffnungslos verwickelt. Und jetzt kommt es noch und dann mache ich Schluss. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man in diesem Hamsterrad so verwickelt, wie man ist, auch noch erfolgreich ist. Und da kommt man gar nicht wieder raus. Da ist man wahrscheinlich auf Gedeih und Verderb jemand, der bis ins Grab in seinen Verwicklungen hängen bleibt. Und da fängt es an, interessant zu werden. Und da sind wir im Augenblick in so einer Situation, auch gesamtgesellschaftlich, wo wir uns fragen können, wollen wir uns jetzt gegenseitig noch weiter verwickeln oder können wir uns auch gegenseitig helfen aus diesen entstandenen Verwicklungen, die ja in der gegenwärtigen Situation für die meisten unvermeidlich gewesen sind,
doch wieder rauszukommen. Weil das ist die große frohe Botschaft der Hirnforschung. Das ist wurscht, wie alt man geworden ist. Das menschliche Hirn ist so formbar und so plastisch und so umbaufähig, dass man jederzeit auch wieder da sich eine neue Verschaltung darüber bauen kann, dass man auch eine alte Verschaltung, die einen verwickelt hat und so ein Bedürfnis unterdrückt hat, dass man das Bedürfnis auch wieder mit diesen Netzwerken freilegen kann, dass das wieder aktiv wird. Und das heißt dann Wiederbelebung. Darüber würde ich gerne heute mit euch reden, wie wir uns gegenseitig wiederbeleben und entwickeln. Ja, das setzt ja eine Reflexion voraus. Also das sind ja mehrere Themen, die jetzt angeschnitten wurden. Also zum Beispiel bei der Bildung ist es ja die Frage, eigentlich mehr die Verantwortung der Lehrer oder Eltern. Oder also das Kind als solches kommt ja aus diesem System nicht raus, ne? Und die Frage ist, also wir haben ganz viele so eine Beispiele, also wo wir wissen, was nicht funktioniert und es passiert aber trotzdem täglich. Und die Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, das zu verändern? Also wie verändert man das, wenn ich jetzt merke, okay, das Kind wird in der Schule verformt oder verändert? Was habe ich da für eine Möglichkeit? Genauso wie andere Dinge. Also ich meine, ich kann selbst Dinge verändern, wenn ich sage, ich nehme das wahr bei mir. Das setzt aber voraus, ich nehme es wahr. Ne? Also wenn man es nicht wahrnimmt, dann geht das ja trotzdem weiter. Deshalb machen wir das ja. Also ja. Das, wenn ich überhaupt sagen kann, warum ich das alles mache, was ich da mache, das ist immer die Hoffnung, dass wir in der Lage sind, uns gegenseitig dabei zu helfen, es wenigstens zu erkennen. Weil, wenn man es nicht begriffen hat und gar nicht gesehen hat, dann ist man Teil des Systems und dann kommt man da nie raus. So. Also erkennen wäre schon ganz gut. Und jetzt habe ich auch lange Zeit gedacht, es sei die Schule, der Ort, an dem diese Verwicklungen im schlimmsten Maße stattfinden. Und jetzt muss ich leider sagen, ich seit einiger Zeit habe ich da nochmal eine Erweiterung leider feststellen müssen. Ich frage nämlich sehr gerne, wir können das auch jetzt mal machen hier in dem Kreis. Und ich frage dann gerne erwachsene Leute, so wie euch, könnt ihr ein Bedürfnis nennen, was ihr irgendwie so unterdrücken musstet, dass es euch heute wirklich leid tut, dass es nicht mehr so richtig da ist? Ja, so. Und dann mache ich so Vorschläge, das Bedürfnis nach Verbundenheit kann man unterdrücken, das nach Bewegung und dann kann man auch noch das nach Autonomie unterdrücken und nach Freiheit und nach Selbstgestaltung und. Ich weiß nicht, wir machen das nicht. Also das, wir lassen das jetzt mal weg. Ich sag mal, was dabei rauskommt. Und das ist schon interessant. 3/4 der Leute, die ich dann frage, wird hier wahrscheinlich auch rauskommen, sagen, es ist dieses Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Also mit anderen Worten nach Autonomie und nach Freiheit. Das heißt, sehr viele Menschen fühlen sich in unserer heutigen Gesellschaft, gerade wenn sie so in dieser Altersgruppe sind, wo sie dann Kinder haben, arbeiten müssen und Eltern haben, um die sie sich auch noch kümmern müssen und Karriere machen müssen und alles, die fühlen sich wie im Hamsterrad. So, da wird Funktion, also die funktionieren und versuchen so gut wie möglich zu funktionieren, aber es ist schon ein Graus und es tut ihnen einfach, also wenn sie dann mal still darüber nachdenken dürfen und es mal sagen dürfen, dann sagen sie, das ist eigentlich das, was mir am schlimmsten, am meisten wehtut und was mir am meisten fehlt, ist dieses Gefühl und diese Erfahrung, dass ich was gestalten kann. Selbst, dass ich Gestalter meines eigenen Lebens bin, dass ich meinen Tagesablauf und das, was ich tue, selber gestalten kann. So, das können die also alle nicht. Und dann kommt die zweite Frage und die bringt mich dann eben zu der Schule. Und dann sage ich, okay, dann wann ist Ihnen das passiert? Also wann waren Sie gezwungen, Ihre eigene Freude am Gestalten so weit zu unterdrücken, dass Sie also am Ende nur noch funktionieren und auch nicht mehr innerlich rebellieren dagegen, dass sie nun funktionieren müssen, weil sie die so tapfer unterdrückt haben, dass die auch gar nicht mehr so richtig sich meldet. Und da habe ich natürlich gedacht, Schule. Nee. Ja, also ich biete denen immer an, so also Beruf und Ausbildung und Schule und Elternhaus, also Familie und 3/4 sagen Familie, Elternhaus. Zu Hause haben sie es schon verloren. Zu Hause ist es schon kaputt gegangen.
Zu Hause sind sie schon in einer Situation gewesen, wo sie ihre Gestaltungsfreude unterdrücken mussten. Und dann ist es eigentlich klar, dass die Schule eigentlich nur noch das weitermacht, was die von zu Hause schon mitbringt. Die erwarten schon, dass sie da stille sitzen müssen. Die erwarten schon, dass sie da gut funktionieren müssen. Die erwarten schon, dass sie so alles das, was sie zu Hause schon gelernt haben. Und das ist sehr, also für mich ist das eine der bedeutendsten Erkenntnisse, die ich gemacht habe, weil ich plötzlich merke, wo eigentlich die Zielgruppe ist, die man ansprechen müsste, wenn man tatsächlich etwas ändern wollte an der Schule, auch an der Schule. Das ist nicht die Schule. Das wären die Eltern. Und nur um das noch ein bisschen zu verstärken, es gibt jetzt immer mehr Kinder, die kommen in so einem Waldkindergarten und werden in so einem Waldkindergarten groß. Und das gucke ich mir mit sehr viel Freude an. Diese Kinder, die in diesen Waldkindergärten groß werden, die haben ja kein Spielzeug und die sind den ganzen Tag draußen, irgend so ein oller Bauwagen und dann immer in diesem, also bei Wind und Wetter, so. Diese Art des Heranwachsens führt aber dazu, dass die nicht zu Objekten werden. Das bleiben Gestalter. Die müssen sich auch nicht mit anderen darum streiten, wer jetzt die schönste Puppe hat, sondern die Natur ist so reich, dass jeder irgendwas findet, was ihm Spaß macht. Und diese Kinder aus diesen Waldkindergärten kommen anders bis zur Schule. Also die sind noch nicht solche, die so sehr verwickelt sind. Und dann ist das Interessante, wenn zufälligerweise mal 5 solche Kinder aus dem Waldkindergarten in eine Schulklasse kommen. Die mischen die ganze Schulklasse auf. Also man muss fast sagen, die machen den normalen Unterricht, der dort üblicherweise stattfindet, unmöglich. Manche Lehrer verzweifeln darüber, manche sind auch glücklich darüber, weil sie jetzt endlich lebendige Kinder haben. Und diese 5 sind so stark und haben so eine Attraktivität, dass die auch die anderen alle mitziehen. Und dann hat man plötzlich eine andere Schule, obwohl man gar nichts weiter gemacht hat, als dass man andere Kinder in die Schule geschickt hat. Und das wäre auch eine Möglichkeit, die Schule zu verändern, indem man Eltern hilft, ihre Kinder so groß zu ziehen, dass die nicht schon kaputt in der Schule ankommen. Und dann könnte die Schule nicht mehr so bleiben, wie sie ist. Dann würde sich die Schule automatisch verändern müssen, weil diese Kinder kann man so nicht mehr unterrichten. Wir können daher noch einen Augenblick darüber reden, was jetzt nach Corona stattfindet, weil jetzt nach Corona wird man sehen, dass noch nicht gleich, aber in einem Jahr werden wir uns alle gegenseitig auf die Schultern klopfen, dass wir das so früh erkannt haben. Diese Kinder, die jetzt nach Corona wieder in die Schule kommen, die sind in dem Schulsystem nicht mehr zu unterrichten. Die sind, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil sie zu verschieden geworden sind. Die passen nicht mehr in eine Klasse. Manche haben fast alles vergessen, was sie mal konnten. Manche haben gut mitgemacht und haben sich weitergebildet und auch tatsächlich viele Dinge sich an Wissen und Können selber erschlossen. Und wenn die jetzt wieder alle in eine Schulklasse sollen, das funktioniert nicht. Da verzweifelt jeder Lehrer. Das ist also, das funktioniert nicht. Also, und da bin ich so richtig gespannt, was da passiert. Also manchmal kommen die richtig interessanten Veränderungen aus einer ganz anderen Ecke, als man es vermutet. Das war jetzt eine lange Antwort auf diese kurze Frage. Entschuldigung. Aber naja, wenn das jetzt bei den Eltern liegt, ist ja die Frage, welche Chance haben die Eltern, das zu erkennen, dass sie dort Fehler machen bei dem, wie sie mit ihren Kindern umgehen? Also wie kriegen die Eltern das mit, dass sie da was verändern müssten? Das machen wir jetzt noch und dann machen wir aber auf. Okay. Weil das ist noch so ein Punkt, den glaube ich, den müssen wir auch noch als Impuls reinsetzen, damit wir nicht immer da an der Oberfläche herumkratzen und nicht in die Tiefe reinkommen. Und die Antwort, also das ist ja die Frage, wie können wir Eltern helfen, dass sie sich verändern? Also das vielleicht auch Lehrern oder sonst wem. Und ich glaube, es wird allerhöchste Zeit, dass wir uns von der Idee verabschieden, man könne einen anderen Menschen verändern. Das wäre eine tolle Geschichte, wenn wir uns alle mal versprechen gegenseitig und uns klar machen, wir können einen anderen Menschen nicht verändern. Jeder Mensch hat sein eigenes Hirn und der wird deshalb nur, er ist der Einzige, der da oben was verändern kann. Das kann keiner von außen. Wir haben uns die Illusion eingeredet, wir könnten jemand ändern, aber was wir da gemacht haben, ist, wir haben nicht diese Person geändert, sondern wir haben sie wie Spalierobst abgerichtet.
mit Dressur, mit Belohnung und Bestrafung haben wir sie dazu gebracht, dass sie, solange wir mit Belohnung und Bestrafung umhergerannt sind, das gemacht haben, was wir wollten. Also das kann jetzt das Kind sein, dass das gemacht hat, was wir wollten. Wir haben gedacht, jetzt hat sich's gut geändert, strengt sich jetzt in der Schule an, aber eigentlich haben wir das nur mit irgendwelchen Tricks erreicht. Das kann auch der Ehepartner sein. Also da ist man dann froh, dass man den endlich so hat, wie man ihn will, aber in Wirklichkeit hat man es mit der Androhung der Trennung erreicht oder mit irgendwelchen Belohnungen. Das ist alles Abrichtung und Dressur. Das funktioniert nicht. Weil am Ende, wenn die Abrichtung, wenn sozusagen der äußere Stimulus, dieser Druck von außen weg ist, entweder die Belohnung weg ist oder die Bestrafung weg ist, fällt er wieder zurück in sein altes Muster und dann ist es vorbei. So, der Einzige, der sich ändern kann, das ist doch eine tolle Erkenntnis, das bist du selber. Ich nicht. Ich kann dich auch nicht verändern. So, und das, aber trotzdem, und jetzt kommt es, könnten wir uns darüber nochmal Gedanken machen, was denn passieren müsste, damit du dich verändern willst. Weil du wirst dich ja nur verändern, ich gucke jetzt dich an, du wirst dich ja nur verändern, wenn du das auch willst. Also das heißt, wir müssten etwas erreichen, dass derjenige, von dem wir uns wünschen, dass er sich verändert, dass der das auch will. Sonst geht es nicht. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt kann man fragen, was kann ich denn tun, dass der das will? Sich so verändern, wie er nicht will. So, und jetzt wird es aber auch gleich ganz einfach. Wichtig ist, dass man sagt, dass man auch noch weiß, er wird sich schon verändern, wenn für ihn das Ergebnis dieser Veränderung attraktiver wäre und schöner, paradiesischer, als das, was er jetzt hat. Und da stellt man fest, ja, manche Menschen stecken ziemlich tief im Morast und fühlen sich da trotzdem wohler oder zumindest so wohl, dass sie nicht bereit sind, diesen Morast zu verlassen. Da muss man nur noch wissen, okay, das hat was mit der Arbeitsweise des Hirns zu tun. Dem Hirn ist es lieber, es geht einigermaßen und es hat alles im Griff, auch wenn es keinen Spaß macht. Hauptsache ist, man kommt nicht um und man muss sich nicht unnötigerweise irgendwelchen Neuerungen stellen und dann nochmal groß was Neues machen, sondern man kann einfach so weitermachen wie bisher. Ist relativ ungefährlich, macht man lieber so weiter, als dass man sich auf das Risiko einer Veränderung einlässt. Und deshalb bleiben die meisten Leute im Schlamm sitzen und das Einzige, was ihnen dann noch einfällt, ist klagen. Und am besten gemeinsam mit anderen, dann geht es noch besser. Klage, so, dann wird man zu so einer Klagetruppe, das kennen wir ja alle. So, und die Möglichkeit, die man aber hätte, um sich zu verändern, man ahnt es schon, ist die schwere Krise. Also es müsste jetzt Corona kommen oder man müsste entlassen werden oder man müsste feststellen, dass man das in diesem Schuldienst da keine Minute mehr länger aushält oder dass man mit diesem Partner also hier sich immer mehr verwickelt und das will man nicht mehr so. Dann wird man immer noch nichts tun, wenn die Krise nicht so schlimm wird, dass man wirklich nicht mehr, dass es überhaupt nicht mehr weitergeht. Das nennt man dann Burnout. Da ist es wirklich aus die Maus. Und selbst dann, wenn jemand in so einen Zustand gekommen ist, wo er völlig hilflos ist, wo in seinem Hirn alles durcheinander geht, wo er keine Lösung für nichts mehr hat, wo er also regelrecht gegen die Wand gelaufen ist, ist es noch nicht gesagt, dass er sich dann ändert. Dann ist, ich würde sagen, immer noch 3/4 der Leute würden anschließend, wahrscheinlich sogar 90%, die da so einen Burnout hatten, machen, die rappeln sich wieder auf, haben auch dann irgendeinen Therapeuten oder was und dann machen sie weiter wie bisher. Das heißt, das ist nicht so sicher, dass man durch eine Krise, heißt immer, die Krise ist eine Chance, aber bisher haben nur wenige Leute so eine Chance dann tatsächlich auch wahrgenommen. Und das hängt eben damit zusammen, dass das, was dann kommt, wenn man sich wirklich ändern würde, so schwierig ist. Weil wenn ich mich jetzt wirklich verändern würde in so einer Krise, und ich kenne welche, die sind als Unternehmer in so eine Krise gekommen und dann haben die Kurve gekriegt und haben sich einen Ökohof gekauft und machen Bienenzucht und stellen Honig her. Aber die haben alle Freunde verloren. Die haben alles verloren. Meistens ist die Familie auch noch an die Wand gegangen und
das ganze bisherige Leben ist alles in Frage gestellt. Darauf lässt sich doch keiner so gerne ein. Also machen Sie lieber so weiter und kriegen nächsten Burnout. Also mit diesen Krisen und dem Burnout ist nicht so die allerbeste Variante, um da voranzukommen. Kriegen wir auch massenhaft nicht hin. Müssten ja ganze Nation müsste ja einen Burnout kriegen, damit die da die Kurve kriegen, wenigstens 10%. Dann gibt es noch eine zweite Variante, die gefällt mir besser, die ist auch angenehmer, das ist auch was Schönes, es gibt Sternstunden im Leben. Die kennst du auch. Ja? Das sind so Augenblicke, wo man plötzlich irgendwie in einer Situation ist, vielleicht ist heute Abend so ein Tag, wo sowas passiert, wo man plötzlich merkt, hey, da rührt sich was in mir. Da ist irgendwas noch Lebendiges, was in mir plötzlich hochkommt und plötzlich spüre ich, dass ich mich wieder mit dem verbinde, was ich die ganze Zeit eingewickelt habe und dann erlebe ich das als ein solches Glück, dass ich wieder lebendig werde, dass ich tanzen könnte. Und da gibt es dann ein paar, auch wieder wahrscheinlich nicht mehr als 10%, aber immerhin ein paar gibt es, die dann sagen, okay, Schluss damit. Ich mache das alte Zirkuszeug nicht mehr weiter. Raus aus dem Hamsterrad, ich steige aus. Ich will dieses Gefühl, was ich jetzt habe, nicht wieder loswerden. Und dann gehen die raus, aber auch hier, das ist ein völlig anderes Leben. Da ist wieder Freunde, Bekannte, das bisherige Leben, muss man dann sozusagen in Frage stellen und bereit sein, das hinzuwerfen, weil es ist offenbar das falsche Leben gewesen. Und deshalb gehen die meisten wieder zurück. Und dann gibt es eines, wo ich dann nachher noch ein bisschen mit euch reden würde, das ist die Möglichkeit, die ich auch erst jetzt so vor kurzem aufgedeckt habe. Und die ist so total verrückt, weil sie so einfach ist und die geht immer. Und die besteht darin, dass wir uns eigentlich nur gegenseitig ein bisschen helfen müssten, etwas liebevoller mit uns selbst umzugehen. Ja? Nicht den anderen zu verändern, sondern ihm zu helfen, dass er liebevoller zu sich selbst sein kann. Und das ist eine irrsinnige Geschichte. Das heißt, dass Menschen plötzlich anfangen und sagen, tut mir das überhaupt gut, was ich hier esse? Also, oder hier, tut mir das gut, wenn ich hier rumsitze und diese zwei Blödmänner da oben irgendwelchen Mist reden? Und dann macht man das nicht, dann geht man da weg. Ja, und abends am Fernseher, wo man da automatisch auf den Knopf drückt und da was einschaltet, da kann man sich doch fragen, ob ich das jetzt brauche, ob mir das gut tut. Ich weiß sowieso, dass ich nach diesen dusseligen Krimis immer hinterher nicht gut schlafen kann und die 100. Corona-Diskussion geht mir auch auf den Senkel. Also ausschalten und plötzlich habe ich den ganzen Abend frei. Auf einmal werde ich wieder Gestalter. Auf einmal werde ich wieder Gestalter meiner Zeit und meines Lebens. Auf einmal komme ich wieder in Kontakt oder ich fange an, diese Grundbedürfnisse wieder zu stillen. Ich verbinde mich förmlich wieder mit mir selbst, nicht gleich mit den anderen, aber mit mir selbst wenigstens erstmal. Das wäre die Voraussetzung, dass ich mich mit anderen verbinden kann. Nachdem ich mich so sehr von mir selbst getrennt habe und verwickelt habe, verbinde ich mich wieder mit mir selbst. Damit ist das erste Grundbedürfnis gestillt und dann werde ich wieder Gestalter meines Lebens. Ich bestimme, was ich jetzt mache, was ich esse, ob ich jetzt hier sitzen will oder woanders sitzen will. Und immer an dem Kriterium, was mir gut tut. So, da kann es sein, dass man da auch mal eine Zeit lang an der Arbeit erstmal den Scheiß da mitmachen muss. Trotzdem kann ich in jedem Moment mich fragen, ob ich nicht auch unter solchen Bedingungen irgendwas tun kann, was mir gut tut. Selbst der Häftling im Knast, der da für 10 Jahre da in der Zelle sitzt, der kann sich kann sich entscheiden, ob er mit dem Kopf gegen die Wand will. Oder er setzt sich eben auf die Pritsche und fragt sich, ob er jetzt nicht in der etwas schwierigen Situation irgendwas tun kann, was ihm gut tut. Und da gibt es welche, die spielen, da fangen dann an, im Gedanken Gedichte zu schreiben oder Schach zu spielen. Also irgendwas kriegen die alle hin. Und dann wird selbst der unter den furchtbar unfreien Bedingungen, erwirbt er die Freiheit zu entscheiden, was er tut. Das finde ich sowas von spannend. Und jemand, der sich so wieder mit sich selbst verbindet, ist dann auch jemand, der wieder in seine eigene Kraft zurückfindet. Der ist ja nicht mehr fremdbestimmt, wie man das so nennt, sondern der ist ja wieder bei sich angekommen. Und aus dieser Kraft heraus kann der sich auch endlich wieder gerade hinstellen. Und der mag sich dann auf einmal wieder. Der muss nicht immer so mit sich selber hadern und mit seinem Schicksal und klagen, sondern der ist auf einmal auch einer, der nicht dauernd von anderen was kriegen muss. Der irgendwie
dauernd buhlen muss, dass sie ihn anerkennen und loben und er irgendwas von denen bekommt, sondern das ist auf einmal einer, der was verschenken kann. Ja. Wahnsinn. Der mag sich selbst und jetzt mag er auf einmal die anderen auch. Und meistens bezieht sich das nicht nur auf die nächsten Angehörigen, sondern der mag da plötzlich so alles, was lebendig ist. Also nicht nur Menschen, auf einmal auch die Pflanzen. Der latscht nicht mehr über so eine Frühlingswiese und tritt alles platt, sondern der steht dann staunend davor und ist auf einmal Teil von diesem ganzen Lebendigen. Ja, und das sind Menschen, die sind anders unterwegs. Und die erkennt man. Die erkennt man. Und wenn so ein Abend hier irgendeinen Sinn machen soll, dann glaube ich, geht es darum, und deshalb fand ich den Titel so spannend, es macht nichts, wenn man das Paradies verloren hat. Es macht nichts, wenn man sich verwickelt hat. Aber es wäre schön, wenn man die Kurve kriegt und das Paradies wiederfindet. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, weil das ist wie in der Bibelgeschichte, da war alles gut und wenn man das alles so hat, auch wie als kleines Kind, wo man diese ganze Verbundenheit spüren kann und auch die eigene Gestaltungskraft in vollem Umfang zur Geltung kommen kann, dann ist es ja trotzdem so, dass man sich dessen nicht bewusst ist, was man da hat. Und deshalb kann man es auch nicht schützen. Und deshalb rennt man in dieses hinein, wo man sozusagen ahnungslos erstmal gucken muss, wie es geht. Und dann ist man auf einmal gefangen, hängt im Hamsterrad und kommt möglicherweise das ganze Leben lang nicht wieder raus. Und deshalb versucht es einfach mal ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst. Und das könnte der Schlüssel sein, mit dem man plötzlich wieder in die eigene Kraft kommt. Und wo man liebevoller mit sich selbst und mit anderen umgeht und dann auch mit der Natur. Und möglicherweise ist das sogar der Schlüssel für unser Nachhaltigkeitsproblem. Weil jemand, der liebevoll mit sich selber umgeht, der braucht auch nicht mehr so viel. So. Das wäre jetzt die ganz lange Ausführung gewesen. Aber das war mir wichtig, dass ich das noch mit dranhänge, bevor wir dann ins Gespräch kommen. Aber ich denke, jetzt haben wir auch genug Stoff, oder? Für also Fragen. Ich würde noch zum Schluss sagen, Augustinus sagt, liebe und dann tu alles. Also das ist so, also wenn man in der Liebe ist, kann man sozusagen alles tun. Ja, und doch ist eben dieser Begriff Liebe bei uns so platt gelatscht, dass man immer genau erklären muss, was man damit meint. Und ich habe, also mir liegt es immer am Herzen zu sagen, es gibt eine Art von Beziehung zwischen zwei Menschen oder auch mehreren Menschen. Die ist so, dass jeder das Gefühl hat, dass das eine unverbrüchliche und total verlässliche Verbundenheit ist. Wir fühlen uns so verbunden, dass definitiv nichts passieren kann, was uns jemals trennen könnte. Das ist schon toll. Das ist noch keine Liebe. Liebe wird es erst dann, in dem Kontext, in dem ich es betrachte, wenn zu diesem Gefühl von Verbundenheit auch das Gefühl von Freiheit kommt, nämlich wenn ich das Gefühl habe, dass ich in dieser Gemeinschaft mit diesem anderen Menschen so viel Kraft gewinne, dass ich in meine Unabhängigkeit, in meine Freiheit, in meine Autonomie finde. Und ich bin sogar demjenigen, der mich da liebt, dankbar, wenn der mich in den Hintern tritt, wenn ich bequem werde. Und das wäre dann Liebe. Und dann heißt es, Liebe ist die Beziehungsform, die wir Menschen haben, um in der man gleichzeitig verbunden sein kann und frei. Und das ist dann schon ein bisschen auch in unserem christlichen Verständnis interessant, weil das ist ja das, was uns als Kind mal ausgezeichnet hat. Das heißt, wir kommen mit diesem Gefühl, frei und verbunden sein zu dürfen, auf die Welt. Und das ist dieser paradiesische Zustand und dann kommen wir in eine Welt von lauter Verwickelten und die verwickeln uns dann auch. Und dann bleibt die Liebe auf der Strecke. Und dann nennt man alles mögliche Liebe. Was aber häufig dann mehr Abhängigkeit ist oder was auch immer. Gibt es denn jemand, der da ist schon eine... Wir müssen uns da immer irgendwie einigen, wie wir das mit dem Mikro machen.
Nee, das, wir nehmen das, wir machen das lieber mit dem Mikro, das können die anderen so schlecht verstehen. Ich oder wir reichen das einfach. Und wir müssten hier sitzen bleiben, sonst. Wir können ja auch nicht so, wir können nicht so gut runterkommen, weil die das hier aufnehmen. Dann sind wir hier weg. Das ist auch nichts. Könnte man jetzt im Gegenzug sagen, dass Demenz die biologische Antwort dieser Verwicklungen und Verdrehungen des Menschen sind? Wow, machen wir. Also das ist so, dass wir alles, was jetzt hier gefragt wird, beantworten wir. Und das macht auch Spaß, werdet ihr sehen. Und jetzt zu dieser Frage mit der Demenz. Wir haben im Augenblick noch die Vorstellung, dass die Demenz eine Erkrankung ist, die dadurch zustande kommt, dass oben im Hirn Einlagerungen eingelagert werden und dass es zu Degenerationen kommt. Das heißt, da entstehen sozusagen Verschaltungen, werden unterbrochen. Und das ist Degeneration, so. Also als ob einem sozusagen Teile im Hirn wegschrumpeln. Und dann sagen wir, und wenn das jetzt genug weggeschrumpelt ist, wird man dement. Und dann, da habe ich ein ganzes Buch davon geschrieben, dann gibt aber eine ganz blöde Studie, also für diejenigen, die das glauben, ist das eine total blöde Studie, und die zeigt bei Nonnen, dass die ein genauso verschrumpeltes Hirn haben, wie das, was der Alzheimer damals untersucht hat und was die ganzen dementen Leute auch haben. Da ist alles verschrumpelt, aber die haben keine Demenz. Die sind bis ins hohe Alter immer wieder untersucht worden und waren total normal. Die konnten das alles. Und jetzt hat man mit so einer Erklärung riesige Mühe, weil das Hirn ist weggeschrumpelt und trotzdem ist es noch okay. Und das lässt sich nur erklären, indem man sagt, okay, das gibt immer zwei Prozesse. Einen Prozess, der baut das Ganze auf, und einen, der baut ab. Und so funktioniert das Leben. Das Leben ist nicht was, wo sich was aufbaut und dann schrumpelt es alles wieder weg. Und dieser Aufbauprozess, das wäre die Fähigkeit des Hirns bis ins hohe Alter, wenn da irgendwas weggebrochen ist, es auch wieder zu ersetzen. Das ist Regeneration. Und selbst, man könnte auch sagen, Selbstheilung. Und diese Fähigkeit, etwas, was kaputt gegangen ist, im Hirn wieder zu ersetzen, ist ungeheuerlich groß. Also viel größer, als wir das bisher gedacht haben. Wir wissen darüber deshalb so wenig, weil wir das bis vor 10 Jahren für unmöglich gehalten haben, dass es geht. Und jetzt kennen wir aber über richtige, gute Untersuchungen und auch entsprechende Therapieformen, dass beispielsweise jemand, der einen Hirnschlag hatte auf der linken Seite, links, der Hirnschlag, das heißt, ein Gefäß verstopft, und es sind dann richtig große Bereiche in diesem Hirn auf der linken Seite abgestorben. Da wird auch nichts wieder, das ist eine große Narbe. Und dann kann man rechts den Arm und das Bein nicht bewegen, und weil links das Sprachzentrum ist, geht das auch nicht mehr. Und da hat man früher gesagt, na, das ist echt jetzt Pech, kann man nichts machen, muss er halt lernen, das mit der anderen Hand zu machen. Und Sprache geht nicht, du musst es eben aufschreiben. So, und da waren die zufrieden damit. Und dann gab es aber eben auch immer wieder Leute, die das nicht glauben wollten. Und die haben mit diesen Patienten gearbeitet. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe solcher Patienten mit einem richtig schweren Schlaganfall. Alles verifiziert, alles ordentlich. Und da sieht man, da hat sich durch entsprechendes Üben und auch unter bestimmten Bedingungen, die jetzt auf die Frage gleich eine Antwort geben, die du gestellt hast, da hat sich das Ganze nochmal auf der anderen Seite neu aufgebaut. Das heißt, es gibt im Hirn für dieses Zentrum, was jetzt die rechte Seite bedient, auf der linken Seite auch nochmal so ein Zentrum, was etwas verkümmert ist, aber was am Anfang gleichwertig mit dem war. Und es gibt auch auf der rechten Seite nochmal sowas wie ein verkümmertes Sprachzentrum. Das ist übrigens das Gebiet, mit dem wir singen. Wenn wir singen, benutzen wir das. Und dann kann man sehen, dass so ein Patient, dem auf der linken Seite alles kaputt gegangen ist, der nicht mehr reden kann, der kann aber noch singen, Hänschenklein. Der kann Hänschenklein nicht sagen, aber Hänschenklein kann er singen. So. Und jetzt kann man loslegen, wenn man das möchte,
und es sich auch zutraut und kann diese ganzen Netzwerke so aufbauen, dass aus diesem Singen allmählich wieder sprechen wird. Und dann gibt es noch so eine ganz schwache Innervation hier oben an der Schulter und hier unten in der Hüfte, die auch auf dieser rechten Seite liegt. Und die kann man jetzt durch entsprechende Übungen so aufbauen, dass das wieder auswächst und es entsteht ein neues Gebiet im Hirn, was jetzt diese rechte Seite steuert, obwohl die eigentlich von links gesteuert werden müsste, das ist aber futsch. Und ich kenne welche, die haben das, die sprechen wieder total normal, die laufen normal rum, die fahren Fahrrad. Das Einzige, was die haben, die kriegen nie diese ganz fisselige kleine Schrift mehr hin. Das heißt, die ganze Feinmotorik, das muss dann nicht, aber braucht man ja auch nicht mehr. Unbedingt. Aber das andere geht alles. Und jetzt kommt es. Und das alles, dieser Umbauprozess, wo das alles hier rüber nochmal, also wo das nicht rübergezogen wird, sondern hier neu aufgebaut werden muss, das geht nicht, wenn es dir scheiße geht. Also da musst du ein Leben haben, wo du auch Freude dran hast. Da darfst du nicht total verwickelt sein. Da musst du also auch mit deiner Partnerschaft und mit den Kindern und überhaupt im Leben, und dann müsstest du auch sowas haben, wie dass du deinem Leben dass das sinnvoll ist für dich, da am Leben zu sein und das auch alles wieder zurückzugewinnen. Und dann kann es passieren, dass das sich wieder regeneriert, ja. Und dann würde das erklären, warum diese Nonnen, obwohl sie so ein verschrumpeltes Hirn haben, gar nicht verschrumpelt, also keine Demenz haben, weil offenbar das Leben einer Nonne günstiger ist für solche Selbstheilungsprozesse.